Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Hausflipper, bei dem skandinavischen Mieter oder Häuslebauer, wo wir hier kräftig am Werkeln sind, den ganzen Rohbau irgendwie zu schmücken. So, und da geht es mal weiter hier in dem Bad. Da sind nämlich jetzt noch Gegenstände dran und Bodenfliesen. So, nein. Okay, das kann man zum Glück abbrechen. Ich kaufe da immer die falschen, nämlich die brauche ich. Hallo. So, wir sparen natürlich. Gehen hier nur bis da. Nein, das wollte ich nicht. Wieso dreht der immer nach unten hier? Und ja, da auch noch. Hier ist ja die Tür und hier ist der Rahmen der Sauna drüber. Oh, das wollte ich auch nicht. Hallo, Hand. So, Gegenstände anbringen. Halogenlampen. 11 Stück. 11 Stück. Mein lieber Scholli, du. 11 Stück. Warte mal, wie teilen wir das denn mal auf? 1. Das ist echt viel, ne? Ja, da will es einer richtig beleuchtet haben. Ja, das ist doch viel zu viel Platz. Schon. Kann ich noch niemals hin mit 11. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11. Okay, warte, dann machen wir das so. Da will es einer richtig beleuchtet haben. Der muss alles sehen hier. Das wäre immer cool, hier so ein Gitternetz zu haben, so ein Raster. Um zu sehen, wo das da auf einer Linie ist. Das Spiel hat schon so viel Potenzial, aber ich glaube nicht, dass die noch. Die haben zwar schon ein bisschen was gepatcht. Wie viel sind es? Noch 7? Also, die haben schon was oder auch neue Sachen hinzugefügt, aber Problem ist halt. Wir müssen auch andere Sachen patchen oder da neue coole Funktionen einfügen. Ich glaube, ich habe mich total verguckt. Wow. Der braucht kein. Doch. Warte mal. 3, 6, 9, 11. Ich habe mir echt verrechnet. Egal, bleibt jetzt so. Will er auch so viel hier, weißt du, hätten noch hier 1, 2, 3 gereicht oder maximal 1, 2, 3, 4, 5. Egal, wir... Wandspiegel. Wandspiegel. Oh, das findet der nicht. Warum nicht? Achso, weil es zweimal Spiegel heißt nur. Wo sollen die denn dran? Ich nehme an, da wo dann die Waschbecken sind. Zweimal Buffet Mai. Sowas soll hier rein? Ja, einmal unter die Heizung würde ich es stellen hier. Das ist, glaube ich, die Dusche. Da WC. Waschbecken, Waschbecken. Was soll denn da rein? Ah, Waschmaschine. Ah, was ist das? Egal, kriegen wir schon noch raus. Kaufen wir das nochmal hier. Stellen wir den dann hier drüben dran. Ich weiß nicht, ob der richtig dran ist. Jo, so, was noch? Zweimal Hängeregal. Hängeregal.
Auch in weiß. So, das kommt dann hier neben das Waschbecken so. Hat auch Stil, so, da geht's nicht dran. Metallmülleimer Loren. Ach so, ich bringe gerade die ganze Zeit. Nur die Einrichtungsgegenstände an, aber jetzt mal die Spülbecken. Zwei Stück. Wo ist die Musik eigentlich? Soll ich eigentlich eigene Musik reinmachen oder die vom Spiel drin lassen? Das ist ja immer dasselbe vom Spiel. Spülbecken. Nein, warte, Badezimmer. Direkt nochmal kaufen. Passt. Sieht hässlich aus, ich weiß. So, was soll hier rein? Dusche. Gibt es da mittlerweile auch andere? Nee, das ist langweilig. Ja. Du kannst bei Dusche kaufen und montieren. Ach so, muss ich erst wieder aufdrehen. Oh nein. Das natürlich, damit hier kein Dreck reinkommt, ne? Während man hier drin dann alles weitere hinzufügt. So, da ist die Dulette. Billigste auch wieder. Dann nehmen wir mal die hier. So. Ach so, Waschmaschine. Okay, Moment, erst wieder aufdrehen. Das hätte ich ja nur gewusst. Waschmaschine. Bei Haushaltsgegenständen. Haushaltswaren. Und was soll da jetzt rein? Ach, eine Wanne. Na klar. Logisch. Der hat doch ein großes Bad. Der will natürlich auch noch eine Wanne haben. Wir nehmen aber die. Oh nein. Dreh das doch Feuer auf hier. Einbauwanne. Rund passt hier irgendwie so gar nicht rein. So, fangen wir direkt damit an. Habe ich schon mal eine Badewanne montiert? Aha. Ja, doch, ich kann mich erinnern. Da fand ich komisch, dass man hier reinschraubt in die Wanne. Das Bild, das springt hier so zack hin und her. Und ist auch einfach nur alles so drauf gesteckt. Hallo? Ah ja, klar. Wie? Und guck mal. Ach, das ist dahinter. Nee, das ist doch nicht richtig. Das muss man doch noch ranbringen hier. Pst. Mega Fusch. So. Toilette geht schnell. Voll die Komponenten eigentlich vergessen hier. Ach ja, das ist immer. Das ist nervig bei Waschmaschinen. Man will immer automatisch auf die großen gehen. So, Klappe ab. So, gleich kommt das, die Trommel hoch. Bom. Ja, und dreht sofort an, ne? Noch kein Strom dran, nix, aber dreht schon. Die erste Ladung kann gewaschen werden. Hä, was fehlt jetzt? Achso. Wupp. Auch das ist irgendwie nicht. Das guckt alles noch so raus hier. So, Dusche dauert, glaube ich, am längsten. Achso, erstmal die Nupsis da rein. Dann, fuck. Flup.
Wegen diesen ganzen Glaswänden dauert die Dusche halt am längsten. Guck mal, hier setzt der richtig an, schön. Ich weiß doch. Aber wenn man so einen Millimeter daneben klickt, ne, dann geht's halt. Könnte auch warten, bis es blau aufleuchtet. Aber wozu? Einfach nur wild klicken. So, Tür ist drin. Achso, der Kasten noch rein. So, fertig. Die haben wir auch noch. Wupp. Ah, da geht. Ach, guck mal. Das ist so ein guter Test gerade. Weil ich hatte ja ein Upgrade vorhin. Der ist wirklich schneller hier in dem Zusammenmontieren. Nice. Voll gut. Boah, ich hab da doch dran geklickt schon. So, Nummer 2. Ha. Boah, wieder abgeht, ne? Ich muss doch gar nicht immer mitgehen mit dem Zeiger. Ich brauche nur anklicken und hier den Zeiger lassen. Kriegt er hin. Genau wie hier. Man fährt immer so automatisch mit aus Reflex, ne? Denkst, sonst geht es nicht, aber geht auch so. Komisch, beim ersten Mal erkennt er das da nicht. So. Jawoll. Bad ist fertig. 6 von 7, was fehlt? Hier fehlt was, warte mal. Ach, der Heizkörper. Na gut, das ist ja klar. Der geht aber auch schnell. Richtig gut, ey. Voll die gute Power. Yo, the bot ist fertig. So, hier freue ich mich ja schon drauf. Ich würde aber sagen, okay, Garage, egal. Wir fangen hier schon mal an. Ne, wir hätten hier noch die Küche, ne? Niemand anders soll die Küche werden, aber wir fangen mal hier an noch mit Streichen. Nur mit der Farbe Weiß. Finde ich jetzt seltsam. Gleich zwei kaufen erstmal. Aus Skandinavien. Der hat aber einen schlichten Geschmack, was ich ganz gut finde. Von wegen hier so gelbe und grüne Fliesen. Der geht erstmal oben lang. Oh nein, nicht die Heizung anmalen. So, 29%, aber das Weiß sieht echt eher aus wie so ein Grau, ne? Die Decke bleibt. Oder hat er auch noch was? Oh, warum hat er das ganze Stück jetzt nicht gemalt? Das Spiel hat schon Bugs. Bug-Attack, guck mal. Jetzt geht's so ruckzuck. Zählt das dazu hier? Nee. Hätte ich mir sparen können. Na gut, nun machen wir es fertig. Wupp. Ach, warte mal, hier war auch ein Eimer.
Haha. Aber das geht gut, wenn man sich die Eimer hier bereitstellt vorher. Hey. Warte mal, Licht? Hat er hier schon Licht drin? Nein, da darf ich auch noch ein Licht anbringen. Ah, guck mal, ohne Extrawurst geht das ruckzuck hier zu malen. Ja, hier ist auch weiß. Das zählt als anderer Raum wegen dieser Trennung hier. So, beim Kamin hätte ich persönlich vielleicht eine andere Farbe genommen. Aber gut, er will das ja so, ne? Damit man halt den Ruß nicht sofort sieht. Oh nein. Geh weg. Pui. Hätte ich fast was hingebaut. Na gut, dann zur Not Hammer. Kostet nur Geld, ne? Boah, 89%. Wird auch dunkel gerade hier. Ja, es sieht dämmerig aus. Ja, der Raum ist fertig. Gehen wir noch hier so durch. Weil das sieht ja blöd aus, wenn wir das so lassen. Wir müssen eh dann neue Farbe kaufen. So. Cool, ey. Machen wir die Farbe leer. Das geht richtig nice. Ach, verdammt. Boah, restlos. Komme immer so gern da dran. Cool. So, jetzt ist alle. Da ist noch ein Stück drin gewesen. Okay, das war's jetzt. Bringt natürlich nichts mehr, aber an der Stelle danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und haut drin. Bis zum nächsten Part. Tschüss.